Die Maureen, die geht uns immer dazwischen, ne? Jedes Mal. Es ist immer so, irgendwas ist, entweder ist ihr Dach, es ist ihr irgendeine Verkabelung, jetzt will sie früher schließen. Immer, die crasht immer rein. Also er möchte zahlen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich sag jetzt einfach danke, ne? Weil er hat ja gesagt, er lädt uns ein, ne? Und dann noch zu über, also hat er gesagt, ne? Es geht auf ihn, beziehungsweise dass er möchte das feiern. Ich sage einfach danke. Annehmen ist schwer, aber wir sagen einfach danke. Also, vielleicht. Thanks, Robert. Don't mention it. You've helped me out so much. This is nothing compared to that. Now let's get going, before Maureen gets her broom out. Bevor sie ihren Besen rausholt. Meredith, thanks again for your help. I'm not sure what would have happened if you hadn't come here for your mail delivery vacation. Gern geschehen, Robert. Hat mich gefreut, dass ich dir helfen konnte. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Ich bin froh, dass es dich noch rechtzeitig geklärt hat. Ich könnte meinen Aufenthalt hier sogar verlängern. I might actually extend my stay here. Are you serious? That would be nice. Ja, komm, wir sind jetzt nicht so kleinlich. Wir haben ja mitbekommen, er hat Broken Heart und so. Also, wir sind ja keine, die da penetrant reinstochert. Die Kapuze der Uniform eigentlich benutzen, oder wäre das zu viel bei dem Spiel? Was für eine Kapuze? Welche Uniform? Kathi, du bist aber schon im richtigen Chat. So, I guess I'll see you around. Yeah, okay, alright. Wagon's west. Good night, Meredith. You too, Robert. But you're not leaving without a hug. Ach so, nee, das ist bei ihr nicht die Uniform. Das ist jetzt, glaube ich, gerade Privatkleidung. Also hier jetzt nicht, ne? Die hatte ja blaue Kleidung. Okay, war jetzt gerade so ein Kuddel. Sind wir da am Computer? Ich hätte nie geglaubt, dass 2 Wochen Post auszuliefern so sein würden. Bei der blauen, nee, die konnte man nicht aufziehen oder so. Ich habe so viele Leute getroffen. Einige davon sind wirklich nett. Einige natürlich auch weniger, aber alle sind auf ihre Art und Weise interessant. Mein Aushilfsjob endet offiziell morgen. Ganz abgesehen von der eigentlichen Beschäftigung hat schon ein Tapetenwechsel allein ja immer Vorteile. Das trifft in gewisser Weise wohl auch auf den Talentwettbewerb heute Abend in Moe's Diner zu. Okay, hier ist leider auch die Musik raus, ja. Anyway, I love this town. You know I do. So, I'm dedicating my last jokes to specific people here tonight. The first one's for Maureen. A guy walks into a bar and dozens of slabs of meat are hanging from the ceiling. So he asks the bartender, what's up with the hanging meat up there, man? So the bartender says, ah, you're new here. Well, we like to play a game here. If you can jump up and slap a steak, the house will pay for your drinks all night. However, if you miss, you have to pay everyone else's bar tab. So, wanna give it a go? Nah, says the man. Those stakes are too high. This one's for our own newcomer, Meredith Weiss. So, a woman's driving down the freeway. But all of a sudden, she hears a local news bulletin warning drivers on the very freeway she's on. They're saying, please be advised of this very dangerous situation of a car going the wrong way. So the woman says to herself, one car? Why, there's dozens! Well, folks, wasn't that special? Now, let me know if any of you have any jokes about Jack, you hear? It's an open mic, after all. It's actually time for a little break right now. So come on up to the bar for some of our finest concessions. We'll continue shortly. Mildred, how are you? And how are the cats? Fine on both counts, dear. Thank you for asking. So, do you like the hair? Ich sehe keinen Unterschied.
Ich sehe keinen Unterschied. Also, Kathi, keine Ahnung, ob man die Kapuze irgendwie aufsetzen konnte. Ich habe da jetzt nicht aufgepasst. Aber ich sehe bei der Frau keinen Unterschied. Die war angeblich beim Friseur, weshalb wir auf ihre Katzen aufgepasst haben. Aber, ja, komm. Ich liebe sie. Der Friseur hat gute Arbeit geleistet. Love it. That hairdresser did a great job. Thank you, dear. Pity it's quite the waste of time and money, seeing as how I can't stay for long. Im Ernst? Wieso die Eile? Oh, das ist ja schade. Wir fragen sie jetzt einfach. Really? What's the rush? You see, my son decided to drop by, unannounced, and he's staying the whole weekend. Ist doch schön. Das sind doch herrliche Neuigkeiten. Oh, that's wonderful news. All right. Well, anyway, take care, dear. Now, where did he park the car? Yes, it's me, Matt Kearney, in an egg brace. Real funny, huh? Ich muss zugeben, es ist zumindest ein bisschen lustig. Nein, wir stacheln jetzt nicht dann rum. Ich meine, er hat anscheinend so seine Watschen vom Schicksal wohl gekommen. Oh, hi Matt. What happened? Well, I was about to send the final boss to the afterlife, but then the computer crashed. I kicked my foot out in anger and fell from my chair, and now I'm here looking like a loser. Vielleicht ist es ja aber auch. Wer weiß, ich mag den Charakter einfach nicht. Ne? Das ist so ein Charakter, den mag ich einfach gar nicht. Die Ärmste, ich hoffe, es geht Ihnen bald wieder besser. Sie schaffen es irgendwann. Geben Sie nicht auf. Ah ja. I'm sure you'll beat the game one day. Don't give up on the dream. I can't play like this. But I'm going to work out a strategy in the meantime. Dear people, none other than our own Kay Evans will perform next. She has been writing songs since she was a little girl. And I cannot say how thrilled I am to host her first performance of hopefully many to come. I am so proud of you, honey. Please put your hands together for Kay, everyone! Ja, ab jetzt setzt halt Musik ein, das ist sehr traurig. Was könnten wir jetzt singen? eine Mu, eine Mä, eine Tä, 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 Tä. oder was könnte ich noch singen? Ting-Tang, Wall-Wall-Bing-Bing. Ting-Tang, Wall-Wall-Bing-Bing. Naja, klingt halt jetzt nichts. Halt doof, ne? Weil das Lied fehlt halt voll und das trägt halt eigentlich voll zur Atmosphäre bei, aber es bringt mir halt nichts, wenn mir die Videos gesperrt werden, ne? Schade. Naja, so ist es halt. Ja, wie gesagt, das fehlt halt ein bisschen. Das macht das Ganze eigentlich aus, ne? Das. Gerade dieses Event halt. Applaus. This does not happen a lot, but you have left me speechless. That was Kay, people. Another round of applause. Well, it's a good thing I didn't leave when Reynolds started his nonsense. This kid can sing. Oh, hi, Mr. Mackey. Ja, sie ist unglaublich gut, oder mit ihnen hatte ich ja gar nicht gerechnet. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade die Bongo-Cats mit den Füßen klatschen habe lassen. Ja, sie ist unglaublich gut. Yeah, she's awesome. Yeah, it's good to see someone flourish, but I'd rather be home right now. Kann ich ihn nicht verdenken oder macht es denn keinen Spaß, ab und zu mal vor die Tür zu gehen? Ich dachte schon immer, ich bin. Na, sie ist ja eigentlich auch so. I don't blame you. Smoking a pipe and reading a proper book is the only acceptable way to spend a Sunday evening in September. Oh ja. Bert, thank you so much for coming. I know you'd rather be somewhere else right now. That's okay, kid. I don't regret it one bit. You did great. But ladies, if you'll excuse me, I'm out of here. Good night, Bert. Thanks again. And now for an announcement. I'm serious, so hush now. Now,
You all know that Kay has been working here at the diner for quite a while now. In fact, she was my anchor after Stan left us. And I think the time has come to formally announce right here that I will put your name above the door of this place, honey, where it belongs. Kay's place. Mo Kay's. We haven't settled on a name yet, but there you go. Another round of applause. And have some drinks with us. Unfassbar schön, Kay's Place, also ja. Wir fragen sie mal, wie es ihr ging, da oben zu stehen. How did it feel to be up there? Oh, it was so great to be performing again. It felt amazing. I'm all over the place right now. It was such a rush. I will definitely be doing that again. If they let me, of course. Unfassbar schön. Ich muss jetzt gehen. Sag mal, wo dein nächster Auftritt ist. Ja, Kay's Place. Also ja, gratuliere. Immer das hier. That was amazing. Oh my gosh, thank you so much, Em. It felt amazing. I was so super nervous, you know? Like, shaking and all that. I'm so glad it went well. Ach so, okay. Dann müssen wir da jetzt noch drauf eingehen und machen wir das auch. Kay's Place, huh? Congratulations! That was quite a surprise. Yeah, I told you. Mo asked me, like, a gazillion times, right? Kind of felt right this time. We haven't hashed out any details, as you might have noticed. But it feels good, you know? That's great. I am so proud of you, Kay. You really have made a great life here. Thanks, Em. I'd like to think so. Big day tomorrow, right? You know what you're going to do? Honestly? Well... Wait, I'm not good at this stuff, so I just want to say... It was good to have you back these past weeks, Em. Really good. You just do what you feel you have to do. I'm just glad we reconnected. Promise you'll keep in touch? Whatever the outcome, yeah? Aber natürlich. Of course. And remember, time marches on. See you, Kay. Thanks. For everything. Heute haben wir ja Umarmungen satt. My lovely people, the time has come for the open mic part of the evening to end. Ashley was going to do a ventriloquist bit next, but I just heard he hurt his hand back in his cabin. Let me thank you again for joining us, and there's plenty of food and drink to go around. Ah, okay. Moment. Ah. Oh, mein Rücken. Und schon wieder die Cam. Oh, das gibt's doch nicht. I sure do hope they're keeping things proper in there while I'm taking a breather. So, you had fun? Ich mach jetzt bloß die Cam kurz aus. Weil das stört mich, wenn die da die ganze Zeit freeze, ne? Ganz komisch heute. Ich habe es geliebt. Jack war toll. Es war toll. Kay war umwerfend. Ja. Wir reden von Kay. Oh, it was great. Kay was amazing. You said it. Oh, that girl is so talented. Oh, I'd give my big toe to be able to do what she does behind a keyboard. Oh, sheesh. Ist schon ein Ding, diese Übergabe des Diners. Oh, ich glaube, ich hau mich jetzt aufs Ohr. Nee, wir sprechen schon noch mit ihr drüber. I'm still thinking about your news about handing over the diner. Kay's place, huh? That was quite the bombshell. That's my style. I've mentioned it to Kay, yes, many times since Stan died. She probably thought I was joking half the time, honestly. I just want to give her the option. It's hers whenever she wants it. And if she doesn't, that's fine too. Ja, aber wie trifft man so eine Entscheidung? Ziemlich mutig ist der Stadt so mitzuteilen. Nö, ja, doch schon, aber ich denke, es ist in Ordnung, oder? Seems like a bold choice to announce it to the town like that, though. Ha! You know me, hon. At least all the options are out in the open now, right? So what's next for you, now that you're handing over the reins? Well, to be honest, I'll probably stick around the diner for now, help out. And maybe I'll try my hand at something different on the side, you know? Maybe fix up some of those cabins in the woods. Rent them out. Never too old to find something new to do. Ja, doch. Ich meine, die Hütten im Wald hätten mit Sicherheit für... Ich gucke die ganze Zeit in die Kamera, obwohl ich sie eigentlich gerade aus habe. Moment, ich schau mal schnell. Nee, ist immer noch. Muss ich nochmal neu starten. Mache ich dann nachher gleich. Die Hütten im Wald sind bestimmt ein super Ort für, wie sagt man?
für... Camper wollte ich gerade sagen. Nee, nicht Camper. Urlauber halt, ne? Aber ich finde, das ist eine gute Idee. That sounds like a great idea. Doesn't it just? How did things end up with Kay? You could tell me to mind my own, of course. It's just that that girl is like a daughter to me. We talked, yeah. Wir haben uns wieder gut verstanden und ich bin froh darüber. Ich glaube, wir sind jetzt andere Menschen. Ich werde immer liebevoll an unsere gemeinsame Zeit zurückdenken. Nee, wir sagen das. We really reconnected. And I'm happy we did. Listen, you're two grown women. And if that's the choice you two ended up on, I can only respect that. Speaking of choices, you've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around? Move back? Ehrlich gesagt, nein, keine Ahnung, gar keine. Ja, ich habe da so ein Gefühl. Auf jeden Fall, keine Frage. Werden wir zurückfahren? Weiß es nicht. An sich haben wir uns ja schon entschieden, ne? Ich glaube, die endgültige Entscheidung kommt aber dann irgendwie am nächsten Tag in der Früh. Have a feeling? Yeah, then you go follow that feeling, hon. Danke, Maureen. Ach, was ich habe gelogen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich morgen machen soll. Ah, das ist so. Geh mal. War die Antwort falsch? Actually, I was lying. I don't know what to do tomorrow. Having some doubts? I guess I am. You know what I've found? Screw clarity. You don't need clarity to make choices. How so? I swear. People these days seem to think that because they can calculate and approximate, they can clear up the secret to existence. Like life's a game you can win or lose. Pretending you know exactly where future you wants to end up. And plotting that out for the rest of your life? I'd almost say that's arrogant. Not to mention boring. The beauty is in not knowing, if you ask me. Ja, es ist schwierig, ne? Schwierig, ne? Weil wir wissen ja alle, ein bisschen planen im Leben ist schon nicht schlecht, aber ich gucke die ganze Zeit in die Cam, aber die Cam ist ja gerade asynchron, beziehungsweise schmeckt ja. Okay. Na, schauen wir mal, wie lange es geht. Ne? Hallo, ich bin wieder da. Schauen wir mal. Also gut. Wie lebt man denn sein Leben? Hattest du ein paar Schluck zu viel von deinem Wein, Mo? So tief schürfend? Das passt gar nicht zu... Ich frage jetzt erstmal das Erste. Achso, ich bin da wieder nicht mit dir. Moment. But how do you live your life then? Wanna know my advice? You take that one first step and see where it leads you. You can never truly predict the one that comes after. And whatever path you take will come with its ups and downs. There will always be joy. And there will always be regret. But that's something to be thankful for. That's what makes life yours, doesn't it? Danke, Maureen. Das ergibt einen Sinn. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich tun soll, aber ich versuche es. Ich weiß nicht, ob nicht der Wein aus dir spricht. Nee. Thanks, Maureen. That makes sense. You'll be all right, hon. You just keep checking what feels right. And if not, just take that first step, you hear? Maureen? Danke für alles. Ich werde dich vermissen, heißt ja adieu, ne? Thanks for everything. I best get back inside. You take care now, Meredith Wise. Take care, Maureen. Montag, der 15. September, morgens. Ich glaube, jetzt müssen wir uns dann entscheiden. Good morning, Meredith. You won't believe the weekend I had. Saturday, I placed a bet on the Angels, just like you said, and won. But they played again yesterday, and I let it ride, and then they lost. They're playing again tonight, and now I don't know what to do anymore. Well, Frank, the pattern is obvious. Du bist spielsüchtig und nicht mehr zu retten. Also werden die Angels diesmal gewinnen. Und gegen den Strom zu wetten, zahlt sich aus. Also White Sox. Du bist spielsüchtig und nicht mehr zu retten. You're a gambling addict beyond salvation.
Meredith, I guess you're right, and I guess I don't mind. Speaking of gambling, I bet you're taking the job, and that's not just because you're wearing your coat. I love the coat, Frank. Ich liebe den Anzug. Oh Gott. Aber trotzdem ziehe ich ihn aus und verlasse die Stadt. Genau, das ist jetzt die Entscheidung. Ich sag, und ja, ich werde ihn noch etwas länger tragen. And yes, I want to wear it a bit longer. Fantastic. So you'll be delivering the mail today? I'll give HR a call and tell them the vacancy is filled. Not so fast, Frank. It's under one condition. Beim nächsten Ärger bist du auf dich allein gestellt. Ich will meinen Anteil, ein fairer Anteil an deinem machen geben. Nee, das wollen wir nicht, aber er soll einfach wissen, dass er beim nächsten Mal, wenn es ihn erwischen, dass er halt... Ist halt blöd, aber ist halt so. If you get in a predicament with Walter Morgan again, you're on your own. Ha, you got it. I'll have Morgan for breakfast. Now, let's get to work. The mail doesn't deliver itself. Kalter Kapu. Okay, let's see what today's weather will be like. P.O. people, good morning. Today's weather will be nothing short of gorgeous. And I can't wait to go outside and head out to the acres. But not before sharing, you know what? P.O. positive or pet peeves? I don't need callers for today's P.O. positive. I'm picking it myself. I'm talking about Moe's open mic last night. I hope y'all enjoyed it as much as I did. And I'm sorry if I offended anyone with my jokes. Well, no, actually, I am not sorry. Not sorry at all. Thank you much, Mo and Kay, for hosting it. It's just one of the things that makes Providence Oaks the best place in the world. Have a great day. You tell him, Jack. What's this guy up to? Wait, is that Robert? Yeah, Robert, I'll pull over. Danke. Grüße zurück, Silencer. Hey, Meredith, sorry about that. I hope it didn't scare you. Hallo, Robert, was gibt's denn? Wo holt er uns hier so? Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür, ne, dass er uns hier so überfällt. Hey, Robert, what's going on? Well, this is gonna sound super awkward and hopeless and desperate and probably a lot more things, but I don't want you to leave. I've decided a while ago that I'm done with stuff like this, but I guess it's not something you can decide. Welches ganze Zeug? Ich gehe nirgendwo hin. Doch, das wollte ich gern wissen. Schwierig. Sag mal's ihm gleich, oder? Ja. Stuff like this? Yeah, you know. I'm a man, you're a woman. I like you. A lot. I didn't want to give in to it. I've been through a rough breakup once. And I didn't want to risk ever feeling like that again. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ist es gerade der Postwagen aufgegangen oder was? Mal gucken. Habe ich jetzt gerade irgendwo nichts irgendwie reingegangen? Anscheinend hat das Postauto gerade komische Geräusche gemacht. Ich muss Post ausliefern oder. Also soll ich einfach in dein Auto hüpfen? Frag ihn jetzt mal. So. What do you propose? That I just get in your car right now? I wasn't gonna propose, but yeah, Meredith, I'd love that. Ach, wie süß. Eigentlich musste er Post ausliefern, aber komm, er hat schon so viel im Leben verpasst. Okay. Ich gehe jetzt einfach da. Ich steige jetzt nicht nur ins Auto. Coffee at Moe's? And a piece of pie. Blueberry pie. Muss ja. Jetzt so viel verpasst. But I've got a special treat for y'all. I just updated my playlist. Yay. This new song is from our very own Kay Evans. Und wir werden ihn leider nicht hören, weil ich die Musik ausgemacht habe wegen Copyright. Ich weiß es nicht, ne? Wie hat es euch so gefallen? Also, die, die jetzt da sind oder es auch mitverfolgt haben, mag es total gerne, weil es ist halt cozy. Es hat ein paar gewisse kleine Geschichten mit drin, ne, über die einzelnen Personen. Und ich mag einfach die Ruhe, die es irgendwie hat.